Als erster Redner dazu ist Andreas Hanger von der ÖVP zu Wort gemeldet. Danke, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Wie wir eben gehört haben, debattieren wir unter diesen Tagesordnungspunkten sehr viele Berichte des Rechnungshofes. Ich habe einen ausgewählt, der auch schon eine Zeit lang zurückliegt, aber aus meiner Sicht noch sehr, sehr aktuell ist. Es geht um das Thema Mehrwertsteuerbetrug auf europäischer Ebene. Zur Bekämpfung dieses Mehrwertsteuerbetruges wurde eben auch auf europäischer Ebene eine Arbeitsgruppe, ein Netzwerk eingerichtet, sogenannt Eurofisc. Eurofisc hat natürlich Vertreter in dieser Arbeitsgruppe. Und es war Aufgabe des Rechnungshofes, genau diesen Beitrag Österreichs in dieser Eurofisc-Gruppe zu untersuchen. Vielleicht zur Begriffserklärung, wie entsteht Mehrwertsteuerbetrug? Ganz vereinfacht erklärt funktioniert es so, dass ein Unternehmen A exportiert ein Produkt in ein Unternehmen B. Im grenzüberschreitenden Verkehr gibt es keine Mehrwertsteuer. Das Unternehmen B verkauft dann an ein Unternehmen C im jeweiligen Land das Produkt. Hier entsteht natürlich Mehrwertsteuer für das kaufende Unternehmen. Das verkaufende Unternehmen macht die Vorsteuer geltend. Die Problematik besteht darin, dass es eine unterschiedliche Fristigkeit gibt zwischen der Fälligkeit der Vorsteuer und der Fälligkeit der Mehrwertsteuer. Das Unternehmen, das Steuerschulden ist, verschwindet vom Markt. Das Steuerschulden ist nicht mehr greifbar. Das Produkt wird rückgeliefert in das Land A und das Karussell beginnt von vorne. Also eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Erwähnenswert meiner Meinung nach ist auch die Tatsache, dass auch der Rechnungshof hier grenzüberschreitend geprüft hat. Es hat hier eine Kooperation gegeben mit Deutschland und mit Ungarn. Und ich möchte ausdrücklich die positive Rolle des Rechnungshofs bei diesem Bericht erwähnen. Der Rechnungshof hat hier im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum einen die Kontrolle, aber auch die Beratung. In dem Bericht werden sehr klare Vorgaben, Empfehlungen gemacht, wie man hier ansetzen kann, vor allem auch in dieser Zusammenarbeit. Es geht um ein einheitliches Berichtswesen, es geht um die effiziente Gestaltung der Berichte, es geht um eine einheitliche Datengrundlage, es geht um IT-Unterstützung, aber es geht natürlich auch um eine einheitliche Dokumentation. Weil, und das ist das Conclusio des Berichtes, Steuerbetrugsbekämpfung im grenzüberschreitenden Verkehr kann natürlich nur in einer europäischen Zusammenarbeit passieren. Ich glaube, das ist die Hauptaussage und die Besonderheit auch der Eurofisc, und das möchte ich schon auch erwähnen. Hier geht es nicht um bilaterale Verhandlungen, sondern um multilaterale. 24 Länder in der Europäischen Union arbeiten hier zusammen und leisten hier einen ganz wesentlichen Beitrag zur Steuerbetrugsbekämpfung. Und hier war der Rechnungshof wirklich sehr beratend zur Seite und hat damit auch einen ganz wesentlichen Beitrag zur Steuerbetrugsbekämpfung geleistet. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Anliegen. Da herrscht hier sicher Konsens im Haus. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch erwähnen, dass das Thema Steuerpolitik ein sehr großes ist, auch bei der österreichischen Ratspräsidentschaft jetzt im zweiten Halbjahr. Da geht es zum Beispiel um die digitale Wirtschaft. Wie können wir hier quasi die digitale Unternehmen auch für Österreich quasi dingfest machen, dort, wo die Wertschöpfung passiert. Die Europäische Kommission hat ja heute dazu auch Vorschläge gemacht, 3% vom Umsatz als quasi vorab Gewinnsteuer. Es geht aber auch um die Vereinheitlichung der Körperschaftssteuer zum Beispiel oder natürlich auch der Mehrwertsteuer. Aber danke an den Rechnungshof für diesen Bericht. Das ist ein sehr wertvoller Beitrag zur internationalen Steuerbetrugsbekämpfung. Herzlichen Dank. So Andreas Hanger von der ÖVP.